Es gibt Charaktere in der Welt von The Walking Dead, bei denen jedem Zuschauer mindestens einmal eiskalt der Schauer über den Rücken gelaufen ist. Und ich würde mal behaupten, einer dieser Charaktere ist die gute Lizzie. Durch ihre Fanatheit und fast schon Besessenheit zu den Walkern und diese als nicht gefährlich zu kennzeichnen, ist sie in vielerlei Hinsicht ein gruseliges Kind und hat auch viel Kummer über die ganzen Folgen mit ihr gebracht und auch über den ganzen oder teilweise des Cast. Aber was ist, wenn ich euch sagen würde, dass ihre Fanatheit auf die Walker und überhaupt ihre Vermenschlichung der Walker nicht von irgendwoher kommt, sondern einen sehr, sehr plausiblen Ursprung hätte. Darum wird es im heutigen Video gehen. Heute reden wir darüber, was hat Lizzie vielleicht mit den Whisperern zu tun und inwiefern haben diese Lizzie vielleicht beeinflusst. Wenn ihr wissen wollt, was es mit dieser Theorie auf sich hat, dann bleibt gerne dran und ich heiße euch direkt mal herzlich willkommen zu der neuen Folge von Couchtime. Ja, nicht nur ihr Tod war sehr, sehr komisch und gruselig, nein, auch das, was sie allgemein gesagt, getan und gemacht hat, gerade in Bezug auf ihre eigene Schwester und teilweise auch auf Judith. Lizzie ist schon ein gruseliges Kind gewesen. Und genau darum wird es ja jetzt gehen, und zwar, warum ist Lizzie so fanat auf die Walker und was könnten die Whisperer damit am Hut haben? Vorab sei gesagt, erstmal, hier gibt es natürlich Spoiler zu The Walking Dead, das sollte einigen Leuten eigentlich klar sein, und vor allem muss man hier sagen, es ist nur eine Fantheorie. Hier ist nichts Bestätigtes, hier gibt es keine hundertprozentigen Belege, hier handelt es sich rein um eine fiktive Idee bzw. eine Theorie, die eventuell so hätte passieren können oder vielleicht in einem anderen Universum so passiert ist. Aber klären wir doch erstmal die Fakten ab. Naja, Lizzie ist fanat in Walker. Wirklich, sie denkt, Walker wären Freunde, wären Menschen, die einfach nur krank sind. Und vor allem denkt sie, dass die Walker mehr oder weniger noch am Leben sind, also lebendige Menschen sind. Ja, ich weiß, zum Anfang, wo wir Lizzie die ersten Male sehen, wirkt es so, als würden all ihre Freunde und überhaupt die Kinder ziemlich, naja, komisch auf die Walker reagieren, indem sie mit ihnen spielen, sie ärgern und irgendwie Spaß mit ihnen haben und quasi die Gefahr der Walker, die Gefahr nicht so wirklich ernst nehmen. Aber schnell kristallisiert sich raus, dass es bei Lizzie ein Schritt extremer ist als bei allen anderen. Denn sie betont mehrfach, dass die Walker doch nur Freunde sind, sie wollen doch nur spielen und vor allem, wie gesagt, sind sie nicht tot. Sie sind einfach nur krank und müssen quasi geheilt werden. Und obwohl sie wahrscheinlich super viele Tode mitbekommen hat und auch oftmals erklärt bekommen hat, nein, diese Dinger sind böse und wollen uns mehr oder weniger umbringen, trotzdem beißt sie sich an dieser Aussage fest, dass Walker nicht gefährlich sind, dass es Freunde sind. Sie riskiert mehrfach ihr eigenes Leben und vor allem auch das Leben ihrer Kameraden und ihres Freundeskreises und am Ende des Tages nicht nur riskieren, sondern auch wirklich hingeben in Bezug auf ihre Schwester. Aber warum denkt Lizzie eigentlich, dass die Walker Menschen sind, Freunde sind, nur spielen wollen und vor allem einfach nicht böse sind? Da setzt unsere Theorie an. Die Theorie besagt nämlich, dass die Möglichkeit bestehen könnte, dass Lizzie im früheren Verlauf der Serie einem Whisperer oder vielleicht auch mehreren Whisperern begegnet ist. Ich habe schon mal in einem Video darüber gesprochen, dass es möglich sein könnte, dass die Whisperer seit Staffel 3 unter uns weilen. Das wäre natürlich nach wie vor eine Theorie, weil laut Comics würde es keinen Sinn machen, aber sei das mal dahingestellt, rein von der Theorie nur her. Sprich, wir bekommen mehrere Ansätze dafür, dass die Walker schon so lange unter uns weilen können. Sprich, es ist gar nicht so unrealistisch oder so abwegig, dass Lizzie jemandem begegnet ist. Und bei dem Treffen zwischen Lizzie und dem Walker kommt es dann zu dem Moment, der sehr, sehr prägend für Lizzie ist, und zwar der Whisperer fängt an zu reden. Natürlich wäre jetzt hier die Frage, wieso? Warum fängt er an zu reden? Redet er laut und deutlich? Redet er auch so flüstermäßig, wie sie es halt nun mal machen? Aber grob gesagt einfach, Lizzie hört einen Walker reden. Vielleicht spricht er nicht mal mit ihr direkt, sondern sie hört nur zwei Walker miteinander reden, und zwar halt zwei Whisperer. Für sie sind es halt aber trotzdem Walker. Wie gesagt, entweder sie hört einfach nur ein Gespräch zwischen zwei Whisperern oder der Whisperer spricht sie aktiv an, lässt seine Maske an, spricht mit ihr und dadurch kommt dieser Gedanke in Lizzies Kopf, dass die Walker noch leben, dass sie Menschen sind, die einfach nur krank sind. Und dementsprechend wäre dieser Whisperer der Beweis dafür, dass man die Walker heilen könnte. Weil er kann ja schließlich widersprechen, auch wenn es ja kein Walker ist. Und in diesem Moment könnte bei Lizzie der Schalter umgegangen sein und sie denkt wirklich, holy shit, die Walker sind wirklich lebendige Menschen. Die können wieder gesund werden, die können widersprechen. Die Möglichkeit besteht, zumindest in Lizzies Kopf. Das wäre zumindest der eine Ansatz, halt, dass der Whisperer einfach nur ganz normal mit Lizzie redet oder sie halt Whisperer miteinander reden hört und sie deswegen denkt, das war jetzt der Beweis, deswegen leben sie, sie sind wirklich nur Menschen, wollen spielen, wollen Freunde sein. Das wäre, sag ich mal, die schönere Variante, warum sich dann dieses Bild im Kopf von Lizzie so festgemacht hat, dass wenn man gebissen wird, dass man nicht stirbt, sondern einfach nur neu geboren wird quasi. Die andere Richtung könnte aber auch sein, dass der Whisperer versucht, Lizzie zu manipulieren. Denn wenn wir eins wissen, was die Whisperer können, gerade was Alpha kann, ist es wirklich manipulieren, Druck ausüben, um ein gewisses Territorium
vielleicht für sich zu gewinnen, um Feinde klammheimlich selbst auszuschalten, ohne den Finger krumm zu machen. Und das könnte hier auch der Fall sein. Vielleicht hat der Whisperer mit Lizzie geredet und hat ihr erklärt, hier ist es möglich, dass die Walker gut sind, es ist nicht jeder böse oder es sind nicht alle tot, und hat damit vielleicht versucht, das ist eher weit hergeholt, aber hat vielleicht damit versucht, dieses Mindset an alle zu übertragen, dass die Leute halt einfach unvorsichtiger werden und dementsprechend einfach schneller sterben. Je mehr Walker es gibt, desto mehr Schutz gibt es ja auf die wie die Whisperer. Das würde ja sogar Sinn machen als Aufbau einer Armee. Eine Sache, die das Ganze auch unterstreichen würde, wäre folgende Tatsache. In Staffel 11, Folge 14, kurz nachdem Carol bzw. Negan seinen Auftrag zu Ende gebracht hat für Carol und Alpha getötet hat und ihren Kopf auf dem Spieß hat, sehen wir in dieser Folge Carol umherziehen und öfter mal mit dem Geist von Alpha sprechen. Und ja, es ist natürlich Carols Verstand, der ihr da einen Streich spielt, und Carols Verstand, der quasi Alpha manifestiert und durch Alpha spricht. Aber Alpha sagt in ihrer Geistform nämlich eine Sache, die, wo man denken könnte, vielleicht könnte das Alpha gar nicht wissen. Denn sie spricht mehrfach auf ihre Kinder an, also auf Carols Kinder, die sie verloren hat. Aber einen besonderen Satz lässt sie auch fallen. Schau zu den Blumen hin, so wie du es sollst. Genau, dieser Satz ist nun mal einfach bekannt. Schau auf die Blumen war das Letzte, was Carol zu Lizzie sagte, als sie sie von ihren Qualen quasi erlöst hat. Und die Qualen waren einfach nur psychischen Dachschaden, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, hier könnte man natürlich jetzt sagen, klar, es ist logisch, dass Carols Fantasie das weiß, weil Carol war dabei. Aber vielleicht sollte auch einfach hier unterschwellig mitgeteilt worden sein, dass Alpha davon wusste. War möglicherweise Alpha selbst der Whisperer, der auf Lizzie getroffen ist, der mit Lizzie geredet hat, und sie dementsprechend dahin abgerichtet hat zu denken, die Walker sind Menschen, man kann geheilt werden, man kann wieder leben. Ich muss sagen, dieser kleine Punkt hier mit Alpha, dass ihr Geist das weiß und sie vielleicht diejenige war, die auf Lizzie getroffen ist, ist vielleicht wirklich nur einfach schönes Drumherum-Gespinne um diese Theorie, weil das schon wirklich sehr weit hergeholt ist. Wie gesagt, die Idee, dass einfach Carols Kopf weiß, was passiert ist und das halt in Alphas Form ausdrückt, ist da halt viel wahrscheinlicher. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es würde die Theorie unterstützen und es würde ihr auch Futter geben, weil so verwerflich, wie gesagt, ist es nicht. Wir sehen ja schon in Tales of the Walking Dead, dass Alpha sehr früh zu den Whisperern gehört hat und auch, dass die Whisperer allgemein sehr früh, naja, existierten. Deswegen, wie gesagt, rein zeittechnisch könnte eine Begegnung zwischen Lizzie und Alpha oder vielleicht auch Lizzie und einem random Whisperer einfach potenziell da gewesen sein. Und ich denke gerade so ein Szenario, wo Lizzie durch ein Dorf läuft und auf einmal zwei Whisperer miteinander kommunizieren und sie das mitkriegt, vielleicht auch nur passiv mithört, könnte schon für ihren Kopf, für ihr junges Gehirn, sage ich mal, der ausschlaggebende Grund gewesen sein, zu denken, hey, das sind zwei Walker, die reden. Also sind die ja gut, weil die greifen mich nicht an, die greifen sich nicht an. Das ist ja eigentlich alles voll fein da hinten. Ganz so verwerflich finde ich das Ganze nämlich nicht. Meine grundlegende Meinung zu dieser Theorie, beziehungsweise wie realistisch ist sie, was gibt es hier für eine Möglichkeitsskala? Ich würde sagen, wenn 10 absolut 100% möglich ist und 1, Bro, das ist komplett fernab von jeglicher Realität, würde ich dieser Theorie eine 7 geben. Denn ich finde, sie ist schon sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, weil diese, ich nenne es mal, Euphorie gegenüber den Walkern von Lizzie wurde nie erklärt. Es gab nie einen Moment oder einen Grund, wo gesagt wurde, deswegen denkt Lizzie so. Und man kann mir jetzt sagen, was man will, einem muss die Theorie nicht gefallen, aber erklärt mir, warum Lizzie so fanat drin war. Vielleicht steht es in den Comics. War sie überhaupt in den Comics? Ich weiß es noch nicht. Aber grundlegend kann man sagen, es könnte eine Möglichkeit sein, die erklärt, warum Lizzie dieses Mindset fährt. Natürlich, wie bei jeder The Walking Dead Theorie, muss hier nichts dran sein. Es ist nach wie vor eine Fantheorie, die einfach da ist. Es kann stimmen, es kann absolut falsch sein, es muss nicht stimmen, es kann aber auch absolut richtig sein. Aber das ist ja das Geile an Fantheorien. Man kann einfach mal sich Sachen zusammenspinnen, die eventuell möglich wären, aber halt auch eventuell nicht. Wie gesagt, für mich ist die Möglichkeitsskala hier eine 7 von 10, weil es schon doch ziemlich gut passen würde, dass Lizzie in dieser Sicht so quasi beeinflusst wurde. Aber jetzt seid ihr gefragt. Punkt 1, wie findet ihr die Theorie so im Allgemeinen? Denkt ihr, das wäre eine gute Theorie? Und vor allem, wenn euch die Theorie auch gefällt, wie würdet ihr sagen, wie wahrscheinlich ist es? So auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdet ihr sagen, ist der Bereich der Wahrscheinlichkeit? Ich muss nach wie vor für mich sagen, ich liebe Theorien, gerade in Bezug auf The Walking Dead, weil es hier so unfassbar viele gibt. Natürlich, es sind viele dabei, die kompletter Schwachsinn sind, aber das hier würde ich zu einer Theorie packen, wo ich sage, jo, da ist vielleicht ein Fünkchen Wahrheit dabei. Zumindest potenzielles Fünkchen. So, wenn euch das Video jetzt gefallen hat und ihr jetzt Bock habt auf ein bisschen mehr The Walking Dead Theorien, dann checkt doch gerne mal dieses Video aus. Hier gehe ich auf
verschiedene Theorien ein, die kompletter Schwachsinn sind oder vielleicht auch vielleicht ein Fünkchen Wahrheit haben. Und hier geht's zu meinem Video, was sich an die Whisperer anlehnt, warum die Whisperer vielleicht schon ab Staffel 3 aktiv hätten sein können. Checkt die beiden Videos gerne aus. Wenn sie euch gefallen, dann lasst doch gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Ich würde mich freuen. So, jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es vielleicht sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.